freundliche, entspannte Menschen, habe ich so festgestellt. Von daher, mein Blick ist sehr positiv. Wenn man es jetzt auf Vereinssicht noch ein bisschen schaut, sehe ich durchaus Parallelen. Also auch wir, du hast gesagt, so dieses zwischen Club mit Haltung und Kommerzclub und böse Zungen sagen, ein Modelabel mit angehängtem Fußballverein, so. Das ist sicherlich auch ein Drahtseilakt, den St. Pauli seit Jahren vollführen muss. Und da sehe ich durchaus, hatte ich ja zwischendurch auch in so einem Nebensatz schon mal gesagt, Parallelen zum SC Freiburg, dass man einfach, sind beides keine Riesenvereine sozusagen, gerade wenn man sich dann die Konkurrenz anguckt, die uns beide in der kommenden Saison erwartet. Und da finde ich es wichtig, dass man dann einfach da trotzdem bei sich bleibt. Und das ist eine Herausforderung, die steht für euch an, die steht für uns auch an, ne? Also auch bei uns gibt es eine ganze Fangeneration, mich eingeschlossen, die noch nie mit St. Pauli in der Bundesliga war. Also von daher, ja, viele Parallelen, aber durchaus auch Sympathien. Und ja, also am 5. Spieltag würde ich gerne 3 Punkte aus Freiburg entführen. Aber ansonsten gönne ich euch durchaus, dass ihr euren Weg in der Bundesliga weiterführen könnt. Ja, cool. Ich war selber auch noch nie bei euch in Hamburg. Also hoffe, dass sich dann diese Saison auf jeden Fall die Chance bietet, da mal ans Milan-Tor zu kommen. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, also ich habe auf jeden Fall schon, oder wir haben schon Züge gebucht. Wir fahren auf jeden Fall nach Freiburg Ende September. Läuft bei dir oder ja, wie? Solltest du es nach Hamburg schaffen, sag gerne Bescheid. Und dann bis dahin, danke dir erstmal für das Gespräch heute Mittag. Ja, eine schöne Sommerpause noch, ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Hat